Und da geht es weiter. Ihr seht gerade noch, wie Joey hier wieder zurück in den Wagen steigt. Da seht ihr Angelo, wie er da liegt. Und ja, ich denke mal, jetzt geht es weiter. Oh, verdammt nochmal. Oh, ja, es geht wirklich weiter und zwar rasant. Ja, wir müssen jetzt erstmal hier flüchten. Und zwar wie ein Gestörter. Denn mal wieder sind die Bullen hinter uns her. Das hört schon gar nicht mehr auf. Die waren vom FBI. Er stand tatsächlich unter Polizeischutz. Das sieht Eddie ähnlich, um wichtige Einzelheiten wie die hier wegzulassen. So, ich bin gespannt, wo wir hier auf der Straße hinkommen, weil ich keine Ahnung habe, wo wir hin müssen. Auf jeden Fall denke ich mal, wir müssen hier weg. Und zwar so schnell, wie es geht. Deswegen fahre ich auch schon so verrückt. Oh, das war mich hier elegant hingeparkt. Und wir haben wirklich Hunderttausende von Polizisten hinter uns an unserem allerwertesten kleben. Aber, oh verdammt, verdammt, verdammt. Sackgasse. Tja, das ist für uns doch kein Problem. Wir nehmen einfach die Ausfahrt nach unten. Und es geht weiter. Ich meine, die Polizei kann sowas natürlich nicht. Sowas können nur wir. Und dann fahren wir jetzt wieder zurück. Wir fahren einfach mal hier durch die ganze Stadt, bis wir die Bullen abgeschüttelt haben. Das war knapp. Und das haben wir jetzt auch. Bring mich nach Kingston. Da steht ein Wagen von mir. Und das Geld? Ja, hätte ich fast vergessen. Eddie hat im Voraus bezahlt. Hier ist dein Anteil. Oh, wir haben bekommen 3000. Ja, ich meine, für einen umbringen 3000. Hast du nicht gesehen, dass rot war? Das ist schon... Gut, ich denke, für einen Profikiller ist das wenig, denn der wird sicherlich mehr bekommen. Aber für ein Mafia-Mitglied wird das, denke ich, schon in Ordnung sein. Und nachdem ich Joey abgesetzt habe, muss ich mich erstmal umziehen, weil ich ja von der Polizei gesucht werde. Okay. So, Joey ist abgesetzt. Komm zu mir nach Hause, wenn du's hast. Ja, das mache ich, Joey. Auf Wiedersehen. Okay, und jetzt muss ich mich erstmal umziehen. Tja, darf ich noch kurz meine Karte aufmachen? Ach, es speichert, dann geht das Ganze nicht. Genau, jetzt geht das. Und dann gucke ich mal, wo ist hier ein Bekleidungsgeschäft? Da ist doch eins, oder? Ein Modegeschäft, ja. Hier mal volle Kraft zurück. Wir müssen uns nämlich erstmal umziehen. Wir müssen erstmal wieder Designerware kaufen. So, weil ich meine, wir können ja schlecht hier Aufträge annehmen, wenn wir von der Polizei gesucht werden. Ja, das ist ja mega. Das ist wirklich super. Ja, ich ziehe mich ja auch schon um. Aber ich kann mich nicht umziehen, weil ich jetzt die Bullen an mir kleben habe. Ich könnte natürlich jetzt auch einfach... Ja, ich fahre einfach gleich zu Derek. Dann lasse ich das Modegeschäft sausen, Tempobegrenzer raus, ich werde so oder so von Bullen gesucht. Und ab zu Derek. Das Ganze hat es jetzt wirklich gerade gebracht. Aber auf jeden Fall. Oh nein, der Motor ist kaputt. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Ja, ich bin tot. Na, klasse, was für eine elende Scheiße. Müssten wir Joey nicht immer absetzen, wird sowas gar nicht passieren. Oh Mann, ich krieg gleich ein zu viel. Nein, natürlich krieg ich kein so viel, aber das ist gerade schon etwas ärgerlich. Warum muss gerade jetzt der Motor hier seinen Geist aufgeben? Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, und natürlich schon wieder. Aber das ist mir jetzt ehrlich gesagt egal. Ich fahre jetzt einfach zu Derek. Und fertig. Das sollte mich jetzt gar nicht stören, wenn ein paar Leute hinter mir herfahren und auf mich schießen. Das bin ich ja schon längst gewöhnt. Zumindest fahren aber jetzt hier gerade keine Polizisten rum. Oh, tut mir sehr leid. Aber da ist schon die Polizei. Oh, aber die hat es gar nicht gesehen. Ha. Ich meine, ich fahre gerade sogar einen Passanten an. Wir hatten noch gesucht, aber die Polizei sieht es nicht. Das ist raffiniert. Lasst mich bitte alle durch, denn ich habe es eilig.
Die schulden dem Kredit einen Haufen Geld, werden von der Polizei gesucht. Und niemand mag mich. Oh fuck, da ist gerade eine Felge abgefahren. Habt ihr das gerade gesehen? Ha, das tut dem Wagen nicht so gut. Und wir sind sicherlich bald am Hafen. Dann haben wir auch die Polizei endlich los. Und dann werden wir erstmal Aufträge von Derek annehmen. Und da wird es dann aber auch noch eine, ja, zum Teil traurige, zum Teil aber auch actionreiche Wendung geben. Also, ich möchte euch jetzt nichts vorwegnehmen, aber es wird schon noch erstklassig werden, Mafia 2, das Ende und alles drum und dran. So viel kann ich euch schon mal versprechen. Freut euch also drauf. Und anscheinend interessiert es keinen, wenn wir hier mit voller Geschwindigkeit rumfahren. Oh Mann. Oh, 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 oh. Das hat mir gerade nicht sonderlich gut getan. Aber jetzt haben wir es bald geschafft. Und ja. Genau, da sind wir am Hafen. Und dann fahren wir da gemütlich rein. Noch neben der Polizei. Oh ja, wir haben es geschafft. Dann fahren wir immer im Kreis, weil der Boot hier irgendwie so rutschig ist. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das sieht es mal so, wenn ich hier vorbeifahre. Und dann sind wir hier. Lalala. So, ich werde aber immer noch gesucht. Was soll denn das? Ich glaube, ich muss erst eine Mission anfangen. Wie dumm. Ha, und da ist mal wieder. Dass du gekommen bist. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Was geht's? Frank hat eine Besprechung mit den anderen Bossen und hat so gut wie all meine Leute als Bodyguards abgezogen. Und ich bräuchte jemanden, der einen Auftrag für mich erledigt. Derek, die Kerle weigern sich immer noch zu arbeiten. Was? Wieso? Wegen dem Blaumacher, den du gefeuert hast. Hey. Scheiße. Tja, Vito, dann muss der Auftrag warten. Kannst du uns erst in dieser Sache helfen? Worum geht's denn? So ein Typ ist eine ganze Woche lang nicht zur Arbeit erschienen. Hat krank gefeiert. Das faule Schwein. Da habe ich das Arschloch rausgeschmissen. Und jetzt machen seine Kumpels dicke Arme und drohen mit Streik. Aber es dürfte reichen, wenn ich mit ein paar Leuten anrücke, mit denen nicht zu spaßen ist. Dann kriegen sie es mit der Angst und kommen zur Raison. Ich gebe dir $1000. Einverstanden? Klar. Bei so einer Summe sage ich bestimmt nicht nein. Prima. Du musst nur hinter mir stehen und ein gefährliches Gesicht machen, oder Steve? Abwarten. Ihr seht, dieser Derek ist schon ein fieses Schwein, aber naja, er setzt alle Mittel ein, die er zur Verfügung hat, um andere Leute zu zwingen, die Arbeit für ihn zu machen. Und ja, so ist das. Das ist nicht das erste Mal, dass sie mir Scherereien machen. Weißt du, wie viele es sind? 3, 4, 10. Scheiße, woher soll ich das wissen? Ist das wichtig? Nein, aber was sollen wir mit ihnen machen? Kommt ganz drauf an, wie die Tarifverhandlungen ablaufen. Und es reicht, wenn ich rede. Ihr müsst nicht das Maul aufreißen und beweisen, was für Schwachköpfe ihr seid. Nun, was gibt's hier für ein Problem, Freunde? Wir möchten, dass Sie Big John seinen Job wiedergeben. Wer hier eingestellt oder gefeuert wird, bestimme einzig und allein ich. Und ich will ihn nicht mehr sehen. Mr. Pappalardo, haben Sie doch ein Einsehen. Er hat Familie. Er braucht die Arbeit. Meine Entscheidung steht. Ich hab's euch doch gesagt. Ruhig bleiben, Vinny. Wir klären das ganz ruhig. Wir reißen uns Tag für Tag den Arsch für diesen Fettsack auf. Und wenn uns mal was zustößt, wird er uns genauso fallen lassen jetzt wie halt John. Jetzt halt mal die Luft an, Jungchen. Ich will kein Wort mehr über diesen verfluchten Faulpelz hören. Was heißt ihr Faulpelz? Ihm ist eine Kiste draufgefallen während der Arbeit, verstehen Sie? Das Scheißding hat ihm beide Hände gebrochen. Das ist sein beschissenes Problem, nicht meins. Und jetzt schlage ich vor, ihr geht wieder an die Arbeit, bevor hier noch ein paar Unfälle stattfinden. Du verdammte Drecksau! Ihr Arschgeigen geht mir allmählich schwer auf den Sack. Gewalt führt doch zu nichts. Runter mit den Waffen. Wir wollen keine Ärger. Das kommt mir aber ganz anders vor.
Und das könnte dazu führen, dass ihr mächtig Ärger kriegt. Wenn ihr keine Lust habt, euch neue Jobs zu suchen, dann seid ihr in 10 Minuten wieder an der Arbeit. So sind sie, Vito, immer nur am Meckern und Jammern. Vito? Dann musst du Scalettas Sohn sein, nicht wahr? Dein alter Herr hat mir ganz oft von dir erzählt. Du siehst ihm ähnlich. Aber wieso arbeitest du für dieses Schwein? Halt dein dreckiges Maul. Kein Wort mehr. Gar nicht hinhören, Vito. Der Kerl verzapft nur Mist. Komm, geh mir. Nur Mist, hä? Dieser Dreckskerl hat deinen Vater umgebracht, Vito. Was? Die wollen dich doch nur einwickeln. Derek? Hey, nimm das Ding vor meiner Nase weg. Frag ihn mal, wie dein Dad damals als Maul ist. Er hat mit Steve einen Spaziergang gemacht. Und Steve ist allein zurückgekommen. Patschnass! Du sollst die Knarre runternehmen. Was ist mit meinem Vater passiert, Derek? Sag mal, drehst du jetzt durch? Glaubst du lieber mir oder ein paar ab sofort arbeitslosen Pennern? Wie lange kennen wir uns schon, Vito? Was habe ich nicht alles für dich getan? Wieso warst du nass, Steve? Bist du reingesprungen, um ihn zu retten? Weil er nicht unter Wasser bleiben will. Halt deine blöde Fresse! Vito, du hast einen Eid geschworen. Ich war dabei. Unserer Familie bist du mehr verpflichtet als deiner leiblichen. Erzähl das meiner Mutter. Soll ich ihn umnieten? Nein, nicht hier. Mit dem rechnen wir später ab. Du enttäuschst mich, Vito. Du enttäuschst mich sehr. Ich werde noch viel mehr tun, als dich enttäuschen, Derek. Dein Vater? Nicht jetzt. Ich muss den Kerl erwischen, bevor er abhaut. Hauptsache, der elende Wichser kriegt sein Fett. Vinny, wo hast du die her? Lass mich mal machen. Und die Frage, die uns jetzt alle wirklich brennend interessiert, ist, wo hat Vinny die Knarre her? Das ist ja unglaublich. Dieser Vinny. Okay, also ihr habt jetzt schon etwas, also Spaß beiseite, ihr habt jetzt schon etwas natürlich erfahren. Und das ist doch hier mal eine wirklich harte Wendung. Was für Zufälle hier nicht alles, was hier nicht alles für Zufälle passieren. Zumindest haben wir jetzt herausgefunden, wer unseren Vater umgebracht hat oder eher. Wir haben erfahren, dass unser Vater überhaupt umgebracht wurde, weil zuerst wurde es ja als Unfall dargestellt. Und das ist natürlich jetzt schon ein harter Schlag für Vito. Zumal er jetzt, erfahren hat, dass er von demjenigen umgebracht wurde, wo er meinte, er könnte ihm zumindest etwas vertrauen. Und das hätte jetzt natürlich sein komplettes Weltbild zerstört. Aber er ist natürlich auf Rache aus, so wie das jeder wäre. Hier muss ich kurz die Waffe nachladen. Und deswegen müssen wir uns jetzt hier erstmal einen Weg durch diese ganzen Feinde hier kämpfen. Und deswegen rücken wir immer weiter näher und tun die Feinde immer mehr in Bedrängnis versetzen. Genau, da fallen die auch schon um wie Fliegen. Komm her. Da ist er tot. Aber ich muss unbedingt die Munition aufsammeln, denn das wird hier jetzt ein etwas härterer Fight. Nachdem wir diese Typen hier umgenietet haben. So viel kann ich euch schon mal sagen. Doch bevor wir hier dann zu diesem härteren Fight kommen, werde ich nochmal einen Schnitt machen. Weil die Zeit doch schon wieder zu Ende ist. Oder fast zu Ende. Okay, ich glaube, hier ist alles clean, ja, das passt soweit. Ja, das passt wirklich soweit. Und dann mache ich hier einen Schnitt, bis zum nächsten Mal.